Okay. Planlos geht er planlos. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ARK Survival Evolved Ragnarok. Es begrüßt euch der Metallaffe VR. Halli. Nee, genau. VR ist ganz wichtig. Halli, hallo, hallöle. Und so. Der übrigens auch einen ganz tollen Kanal hat, auf dem er VR-Let's Plays macht. Oh ja, das tut er. Ja, und. Ja. Milena, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im Ernst, wir haben gerade so lange hier gestanden. Das schöne Wetter ist gerade mal. Es hatte keine Lust mehr auf uns zu warten. Hat heute schön gedonnert, ey. Hei, ja, hei. Aber uns kann ja hier nichts passieren. Also nicht, dass ich wüsste, ne? Ach Quatsch, ist ja nur so ein Überlebensspiel, wo man halt sterben kann, verbrennen kann, ertrinken kann. Spring hier nicht runter. Aber, nein. So. Komm dir mal hinterhergeschwommen. Du bist ja so hotig unterwegs hier. Ja, ich habe gerade voll den Schaden gekriegt, weil das Wasser hier nicht tief genug ist. Alles klar. Du nicht? Nee. Wo bist denn du? Ich bin na vor dir. Es geht ja schon wieder gut los. Ich stehe genau vor dir. Ja, jetzt habe ich dich auch gesehen, aber ich bin gerade rückwärts gelaufen. Also, so. Der eine oder andere wird es erkennen, wo wir uns gerade befinden. Vielleicht auch nur wir. Vielleicht auch nur wir. Das ist genau, der Ort, an dem wir ja gestorben sind. Genau. So, ich muss mal rennen. Stätte des Todes von der, glaub, dritten Folge oder so. Ich weiß gar nicht genau. Oh, das weiß ich jetzt allerdings tatsächlich auch nicht mehr. Auf jeden Fall, es war der erste und der letzte bislang. Deswegen haben wir uns gedacht, genau. Wird mal wieder Zeit und deswegen kommen wir wieder. Nee, natürlich nicht. So sieht's aus. Wir wollen ja hier okay. ein bisschen weiter. Also eigentlich wollten wir los und einen Raptor zähmen. Ja, aber das wollten das wir ja schon vor zwei Folgen. Ja, ich glaube ja. Also es hat bisher noch nicht so geklappt. Wir sind einfach noch kein Raptor über den Weg gelaufen. Kibbel ja. Haben wir am Start. Ich weiß nicht, hast du noch Fleisch eingepackt? Oh, ich werde angegriffen. Du bist angegriffen? Warum? Ja, von Drohnen. Ich könnte brechen. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Ich komme mit dem Speer. Ja, geht weg. Du müsstest eventuell mal herkommen, weil... Da sind sie. Ah, Drohnen geben immer Chitin, glaube ich. Ja. Ich war gerade nur am gucken, die hat mich nämlich vergiftet, ob ich jetzt auch gleich umfalle, weil sonst hättest du hier Wache schieben müssen, bis meine Betäubung. Jo. Boah, das donnert richtig, ne? Wie geil ist das? Das ist wirklich heftig. Also, das ist mir auch bisher noch nicht in der The Island-Karte von ARK aufgefallen. Ich glaube, das gibt's erst. Mir auch nicht. Wurde erst mit den neuen Karten dazugepackt. Das ist halt donnert. Hauptsache, ich gehe jetzt erstmal hier schön die Aussicht genießen und du haust hier schon ab. Na, und auch die Vegetation, die ist eine andere als auf The Island. Hier in Ragnarok. Ja, das Blumen stimmt. Und so, die sind viel krasser. Was sind das denn hier überhaupt für Saurier? Halt mal an. Ey, Kollege. Wo bist denn du? Hier, unten. Ah, okay, ich glaube, da kommen wir gar nicht weiter, wenn wir da weiterlaufen. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was ist das Gras hier oder der Farn hier überhaupt so hoch? Ich kann da kaum drüber gucken. Ja, ne? Na, ich sag ja, die sind viel, wie mutiert. Das ist so ein bisschen, Aber auch diese ganzen Blätter hier sind neu. Das stimmt, ja. Na, diese grünen, ne? Mhm. Okay, Boah. Hier ist auch Ende. Boah, wie cool das da hinten aussieht. Ach, sieht richtig Wo bist cool du denn aus, jetzt? Aber ich bin genau neben dir. Ach so. Ich versuche ja irgendwie weiterzukommen. Oh. Was denn? Nee, ich will einfach nur weg hier von Brachiosaurus. Dem hüpfenden. Der majestätische Brachiosaurus, oh mein Gott. Ist der riesig. Herr Ragnarok ist natürlich eine Herausforderung. Oh, warte. Wie krass sieht das bitte aus? Was ist das für ein Stein da unten? Wo denn?
Siehst du nicht diesen spitzen Stein da mit dieser beigen Spitze? Sieht da nicht ein bisschen merkwürdig aus? Wollen wir mal hingehen? Na, wenn wir schon mal hier sind. Das ist aber Holz. Meinst du das hier? Ach, Holz ist das? Nee. Das ist eine Wurzel komm hier. Mal mit. Ich meine, das da. Ach, da hat das Ach, Licht da. Nur so komisch drauf geleuchtet. Sieht jetzt wieder ganz normal aus, ehrlich gesagt. Oh, hier gibt es auf jeden Fall schon mal Metall. Aber ganz ehrlich, das ist hier auch wieder so eine unüberschaubare Gegend. Ich glaube aber, wir haben keine Wahl. Das ist rundherum, da wo wir gespawnt sind, ist alles so komisch. So. Also da gibt es keine geraden Flächen und nichts. Alles irgendwie mit Stein und hügelig. Und wir haben auch extra, oder wir haben auch deshalb keine Tiere, die wir bisher gezähmt haben, mitnehmen können, weil die entweder zu groß und behende sind. Das hat aber ja der es ist hier in der wirklich letzten. überall so, ne? Ja, das hat ja letztens ja der Ausritt, wollte ich gerade sagen, gezeigt, als wir den Raptor eigentlich zählen wollten. Ja. Und dann mit einem Stego zurückgekommen sind. Gezeigt. Ja, man ist dann einfach ist zu sperrig, halt einfach die mitzunehmen. Das nervt mich denn. Also ich folge dir jetzt einfach, ja? Weil ich will ja, ehrlich gesagt gerne. Nicht irgendwo hinlaufen. Also ich laufe gerade irgendwo hin, aber oh, warte mal immer bitte. Nur straight. Komm mal bitte zu mir. Was ist das ja. hier? Guck mal, hier ist eine Ruine. Cool. Jo, Prost Mahlzeit. Ja, Prost Mahlzeit. Ich habe nur ein bisschen Angst. Oh, jetzt wird's Gott sei Dank heller. Ich habe ein bisschen Angst, die Fackel Milena aus... hat... Oh, das ist kein gutes Zeichen. Wenn die Dinger rennen, dann ist da ein Gegner. Muss jetzt nicht unbedingt sein, die sind vorhin auch gerannt. Aber ich glaube, die haben erschrecken sich einfach vor dem Gewitter, weißt du? Hey! Wie heißen die überhaupt? Keine Ahnung. Galliminus. Kann ich auf jeden Fall nicht leiden, die Viecher. Hier gibt's doch bestimmt eine Truhe, lass uns die mal suchen. Hier ist noch ein anderer Eingang. Oh, wie cool sieht das bitte aus? Du bist am Start, Zeit. Ja? Ich bin hier, ich bin hinter dir. Ich bin nicht alleine durch die Ruinen geistern. Alles gut. Don't be afraid. Oh, hier geht's hoch. Wie geil. Na toll. Es geht hoch. Es geht nicht mehr weiter. Also wie das ungeil. Nervt mich so ein bisschen, weil bei The Island, da waren überall, wo solche Ruinen waren, hattest du auch irgendwie eine Truhe, ne? Aber das kann, glaube ich, an dem lokalen Modus liegen, dass du dich schneller levelst und das hat man hier eben nicht im Multiplayer. Würde ich jetzt einfach mal... Ist eine These. Wollen wir hier hochgehen? Guck mal. Ich weiß nicht. Wie viel Wasser hast du noch? Hast du dir einen vollen Wasserschlauch mitgenommen? Ich hatte zwei volle Wasserschläuche, die sind beide gerade leer. Ich glaube, die sind einfach leer ausgelaufen. Also das Wasser hat sich jetzt gerade aufgefüllt, weil es geregnet hat. Aber mehr habe ich jetzt auch nicht. Mir ist es egal. Ja, lass uns. Ich folge dir. Wir haben sowieso keine Wahl. Entweder also ich sag mal. Ich sag mal ganz einfach, zurück kommen wir auf jeden Fall. Du weißt, was ich meine. Wenn wir sterben, können wir uns ins Bett spawnen. Ich will aber nicht sterben. Ja. Alles klar. Schnell, gleich hier an! Ja, die müssen wir erledigen, Christian. Ja. Ich bin gestorben. Nein. Shit. Oh, und ich habe den erledigt. Oh, das darf nicht wahr sein. Oh nein. Dann warte dort. Ich komme dann dahin. Oh, das darf echt nicht wahr sein. Also, ich würde jetzt erstmal sagen, wir müssen uns mal kurz was überlegen. Wir haben ja hier das Problem auf dem Server, dass wir nur 250 Meter oder wie war das? Voneinander entfernt sein dürfen. Und ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal wieder zurücklaufen. 250 Meter. Also sehen wir uns wieder, wenn wir eine Lösung haben. Ich bin nackig. Ey, wie cool. Wie kommst du denn hier hin? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe eigentlich, wir haben ja zwei Betten in der Kamera, in der Kammer, in der Hütte und in der Base und auf einmal war ich wieder hier neben dir. Ja, also... So, dann ziehe ich mich mal schnell an. So gerne ich mir das auch angucke, du darfst dich dann gerne wieder anziehen. Dann geht's weiter auf der Karriere leider. So. Oh, hier wachsen schon wieder so tolle Blümchen für mich. Ja, Schmetterlingsblümchen, so sehen die aus. So. Aber man kann die leider... Oh. Guck mal hier oben auch. Guck mal hier. So. Hier kann man die... Oh, wie schön. Die sind voll bunt. Aber man kann die leider nicht... Mitnehmen. Warte mal. Ja, man kann die leider nicht mitnehmen. Hattest du das Leder und das Fleisch von den Terrorbirds hast du mitgenommen, ne?
Ja, deswegen konnte ich dir ja gerade die Sachen herstellen. Also ich habe jetzt gerade aktuell noch 40 mal Leder, falls du was reparieren musst. Ah, oh, da ist ein Raptor, da ist ein Raptor. Oh, Rechts, da kommt er, nein. da kommt er. Oh Oh, shit. oh. Oh shit, Oh shit, shit, nein, shit, das shit, sind... shit, 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 shit. Nein, nicht schon wieder ich, nicht schon wieder ich, nicht schon wieder ich. Weg, weg, weg. Oh Mann, Tja, Zweie, das sind Zweie. ich weiß, der hat einen Buff. Der eine. Oh Einen habe shit. ich getötet, einen habe ich getötet, einen habe ich getötet. Ah, jetzt bin ich gestorben. Ja, ich auch. Verdammt. Oh, Level 26 Raptor, ey, da hast du auch keine Chance, ne? Nee, weißt du, Aber vor allen das. Dingen, der hat diesen Buff, dass der Rudelführer ist. Das heißt, wer weiß, wie viele da noch in der Nähe waren. Ach du Oh, wie Kacke. krass, ey. Ich kann Okay. das Bett nicht anwählen. Ich aber. Oder? Okay, warte Nee. mal. Ich kann das obere Bett nur anwählen. Naja, dann mach mal. Also ich muss noch warten, bis die Abklingzeit ist bei mir. 46 Sekunden. Das war ja Verdammt. wieder eine richtig geile Aktion. Also, Ja. respawn bei Bett. Müsste eigentlich klappen. Tja, na, aber irgendwie müssen wir ja vorwärts kommen. Das ist ja Ja, ein. na klar. Ach, verdammt, ey. Verdammt. Wenn es nur nicht so weit weg wäre, alles. Verdammt. Ja, ist egal, wir laufen da einfach wieder hin. Guck mal, ob du dich jetzt in dem anderen Bett, Ich muss noch warten. Kannst du Weil ich keins von mich gerade beim. eben erst. Nein, noch Okay. nicht. Ich muss immer warten. Du hast eine Abklingzeit, erinnert es. Du. Weil ich mich ja eben gerade schon mal respawned habe. Okay, also ich werde mich hier mal eben einkleiden und dann sehen wir uns wieder, würde ich sagen. So, Christian ist auch wieder am Start. Hier in dem Jo. Schrank sind noch ein paar Klamotten drin. Nimmt ihr da was raus? Ah. Okay. Okay. Ey, du hast dir die Kappe aufgesetzt. Das geht gar nicht. Ja. Also so Okay. darfst du nicht mit mir los. Okay. Voll nett. Eieiei. Okay. Hier sind auch noch mal Spitzhacke und ein Bogen für dich und nimm dir raus, was du brauchst, ne? Wenn ich das Oberteil ausziehe, kann ich dann die Kappe anlassen? Ja, kannst du. Das ist ein Deal. Die schützt dich aber, glaube ich, nicht wirklich mehr jetzt als das Leinenoberteil, oder? Wie kriege ich die denn ausgezogen, die Kappe? Ich weiß nicht, es geht gerade nicht. Geht gerade nicht. Ah, so. Okay. Alles Ja, klar. Katastrophe, Leute, sage ich nur dazu. Aber ich habe eine Idee. Die ist zwar eigentlich total nervig, aber wir werden das dann für euch irgendwie so ganz nett zusammenschneiden. Hast du Armbandschienen? Armband, ja, habe ich an. Okay. Weißt du, was ich für eine Idee jetzt gerade habe, was wir machen können, um im Prinzip weiterzukommen? Sag es Wir mir. bauen jetzt, wir nehmen jetzt immer Material für Betten mit und bauen dann immer in bestimmten Abständen Betten. Ja, das ist eine gute Idee. Mach Weißt mal ein du? Bett. Leder ist in der Werkbank. Und hier ist Ich ja auch hoffe, alles ich. Material vorhanden. Das Ding, was wir aber vorher ausprobieren müssten, ist ein Bett zu bauen und zu gucken, ob man das einfach so hinstellen kann oder ob man eine Hütte für braucht. Nicht, dass wir dann ein Ja. Bett haben, die aber nicht bauen können, weil wir Es erst ein ist Fundament brauchen, etc. gut bla. möglich, dass wir ein Fundament mitnehmen müssen, aber das wäre hier auch nicht das Problem. Wir können einfach ein Fundament aus Stroh dann nehmen. Und dann würde ich nämlich sagen, wir sehen Asam, uns dann dort. Holz. Alles klar. So, ihr Lieben, also wir haben es wieder hierhin geschafft. Ich bin mir allerdings gerade gar nicht so sicher. Ich sehe da vorne nämlich gar nichts. Doch, da ist er. Der Raptor ist auf jeden Fall noch da. Das sieht nur ein bisschen anders aus als auf der Ja, da ist P. er, da. Das sieht ein bisschen anders aus als auf dem PC. Also Oh, warte, warte. Ich muss nicht mich noch mal. näher rangehen. Ja, ich Ich muss will meine eben was Felle oben ausprobieren. aus. Wir könnten hier das Glück haben, dass wir den schon von hier aus treffen. Ja. Der Hast Pfeil du schon ging geschossen? drüber. Moment. Oh, warte, warte, Oh, warte. ich merke gerade,
haut er ab. Ja, Irgendwie sein genau, dass der Instinkt. nämlich, dass der sich hier bei auf der PS4 beschäftigt, er sich aktuell gerade mal nicht mit unserem Inventar, leider. Und da hinten ist auch noch ein zweiter. Oh, shit. Das ist nicht gut. Aber Wir unsere müssen irgendwie beiden auf. Inventare sind da auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir einen trotzdem mit den Pfeilen hierher geholt. Naja, du bist sehr optimistisch. Ich würde lieber sagen, wir gehen mal auf einen höheren Fels, damit wir vielleicht hier oben zum Beispiel, guck mal hier linke Seite von dir, dass wir nicht gleich wieder gefressen werden, beziehungsweise getötet werden. Weil wenn die Ja. beide kommen, bevor ich mal fast ausgehe, soll ich wenigstens eine Chance haben. Aber ich komme da nicht hoch, verdammt. Ich will hier irgendwie hoch. Da genau, aber irgendwie. Vielleicht von oben weiter und Wir dann müssen uns runterfallen von oben lassen? runterfallen lassen. Ja, Ich dann ist habe aber die nichts Frage, gegen Hügel. ob die Pfeile überhaupt die erreichen, weißt du, dass die überhaupt Ja, mitkriegen, dass lass wir uns da mal erstmal sind. gucken. Ich glaube, wir kommen da gar nicht erst hoch. Ich glaube, wir sind hier schon wieder außerhalb der Doch, ich bin schon Reichweite. da. Guck, ich bin schon da. Wie bist denn du hier hochgekommen? Ach, da Guck mal, bist wo du. ich bin. Huch. Oh, das ist genial. Hier. Aber jetzt müssen wir die irgendwie. Guck mal, das wäre eine richtig gute Schussposition. Aber die kommen hier hundertprozentig auch hoch. Von dieser Seite Naja, aus. aber Ja, von dieser schade, dass sie Seite jetzt hier kommen die nicht abgehauen hier sind. hoch. Wie sollen die hier hochkommen? Aber die können höchstens hier hinten, so wie wir hinten rum, hochklettern, ja. Aber das werden sie nicht Tja, machen. wer macht jetzt hier den Lockvogel? Ja, wer hat jetzt hier die. Wer hat den längeren Bart? Der geht nicht. Wo sind die denn jetzt überhaupt? Siehst du die? Na, die sind ja wahrscheinlich da hinterm Stein. Na, ja, ist ja ein Traum, Ist ja ein Träumchen. ja. Ja, die Eigentlich voll Frage der ist. coole Platz. Guck mal da hinten, da steht so ein Bäumchen in so einem See. Und da geht Ich sogar so würde ein jetzt erstmal. Wasserfall Weißt du, was ich runter. jetzt erstmal mache? Ich versuche jetzt mal hier ein Bett aufzubauen. Weil falls wir jetzt hier nämlich den kläglichen Tod sterben. Ja, das ist eine Und gute Idee. Wir natürlich. haben auch gar keine Dings mitgenommen, ne? Geht natürlich nicht, weil wir brauchen ein Fundament. Ich habe es geahnt. Ich könnte brechen. Geht Oh, nicht. da ist auf jeden Ja, ich hoffe. Fall irgendwas, was gerade von den Raptoren angegriffen wird. Oh, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Oh Nee. nein, jetzt sind sie wieder weg. Ich glaube, wir können. Oh. Oh, beide sind die jetzt hinterher. Die sind beide weg jetzt. Oh nein, warte, ich versuche runterzuschießen. Ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ich den treffe. Stehe neben dir, sehe, wie du was du machst. Ich frage mich, was machst du da gerade die ganze Zeit? Oh, Oh, da ist ein stopp, stopp, Stego. stopp, Was ist stopp. das denn? Nee, Was ist das das ist denn da für einer? ein Carnotaurus. Ein Kornu, Oh, und meinst jetzt du? kommt der Raptor. Ah. Oh, oh, oh Mann, Leute, das geht hier ab Oh, hier gerade. geht ab. Es ist gerade so ein bisschen wie Fußball gucken, nur ohne Fußball. Was? Das ist ein bisschen wie, ja. Guck mal, jetzt sieht's. Ey, der Stego hat's nicht geschafft, ne? Krass. Nee, wie auch? Da möchte ich Also. auch gar nicht wissen, was der Carnotaurus für ein Level hat, ey. Wenn der den wirklich einen Stegosaurus rumhuppt. Jetzt ist doch nervig, jetzt sind da ist doch noch einer, ey. Ich habe eigentlich gehofft, dass die jetzt weiterkämpfen. Oh. Mist. Die sind doch total dicht beieinander eigentlich, dachte ich. Ach, vielleicht können wir jetzt, kann sich jetzt einer hinschleichen und das Inventar holen. Oh, da Also ist dieser jetzt, wo der Carno drin. Korno noch in der Nähe ist, Ja, Kano. der Carnotaurus. Oh, das darf echt nicht wahr sein, ey. Also, ihr Das Lieben, ist echt. ich glaube, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall erstmal von euch verabschieden und hoffen natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Und vor allen Dingen seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt uns gerne etwas in die Kommentare. Ansonsten. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und schön mit Ö. Tschö.